Heute erkläre ich Ihnen die 12 wichtigen Fragen, die Ihr Akustiker Ihnen stellen wird, um für Sie das passende Hörgerät zu finden. Los geht's! Mein Name ist Maximilian Bauer, ich bin Hörgeräteakustiker aus München und Inhaber der Firma Neues Hören. Wenn Sie generell das Thema Hörgeräte und Tinnitustherapie interessiert, würde ich sagen, abonnieren Sie jetzt gleich mal meinen Kanal. Und nun springen wir ins Thema. Wie eingangs erwähnt, gibt es 12 wichtige Fragen, die Basis einer jeden Hörgeräteberatung sind. Frage Nummer 1. Leiden Sie auch an Tinnitus? Das ist wichtig, um herauszufinden, ob wir neben einer Hörgeräteversorgung auch eine Tinnitustherapie einleiten müssen. Frage Nummer 2. Kennen Sie die Ursache Ihrer Schwierigkeit? War es zum Beispiel ein Lärmtrauma, eine Altersschwierigkeit, ein Hörsturz oder die falschen Medikamente? Frage Nummer 3. Welche Medikamente nehmen Sie? Wenn Sie zum Beispiel Aspirin oder Blutverdünner nehmen, muss der Akustiker sehr aufpassen bei der Abdrucknahme. Frage Nummer 4. Welche Vorerkrankungen haben Sie? Zum Beispiel bei Diabetes oder schwankendem Blutdruck kann auch das Lautstärkeempfinden oder die Schwierigkeit sich verändern. Frage Nummer 5. Seit wann wünschen Sie sich eine Verbesserung Ihres Hörens? Bei einer Altersschwierigkeit zum Beispiel weiß niemand genau, wann sie angefangen hat, da es eben sehr langsam geht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon vor 10 Jahren eigentlich sich gewünscht hätte, dass es besser wird, wissen wir, wir müssen sehr wahrscheinlich mit einem Hörtraining arbeiten, weil der Gewöhnungsprozess sehr lange dauern wird. Das ist ganz wichtig. Frage Nummer 6. Schwankt Ihr Gehör? Das ist wichtig, um zu wissen, ob wir ein Bedienelement für die Lautstärke brauchen oder nicht. Frage Nummer 7. Wurden Sie am Ohr bereits operiert? Wenn ja, müssen wir aufpassen, ob es eventuell der Gehörgang nach innen sich öffnet. Wir wollen ja, dass der Abdruck beim Rausnehmen auch wirklich wieder rauskommt. Frage Nummer 8. Wie sind Ihre Augen und wie ist Ihre Feinmotorik? Wir wollen Ihnen ja möglichst kleine Hörgeräte anpassen, jedoch wenn sie zu klein sind, möglicherweise können Sie es nicht mehr sehen und auch nicht mehr richtig tasten. Eine sehr, sehr wichtige Frage. Frage Nummer 9. Wie wichtig ist Ihnen der Hörgerätepreis? Ja, wie Sie sich denken können, ist es auch keine ganz unwichtige Frage. Übers Geld sollte man schon reden. So, Frage Nummer 10. Wie wichtig ist die Kosmetik für Sie? Wenn es nämlich nicht ganz so wichtig ist, können wir auch eine Bluetooth-Spule und eine kleine Telefonspule in Ihr Immo-Gerät bauen. Frage Nummer 11. Welche Allergien haben Sie? Wenn Sie zum Beispiel eine Kunststoffallergie haben, müssen wir darauf achten, dass die Otoplastiken aus Titan sind. Grüße an Hörlux hier. Oder mit Gold beschichtet werden. Letzte Frage und Frage Nummer 12. Welche Situationen sind besonders wichtig für Sie? Sind Sie zum Beispiel Musiker, brauchen wir eine besonders gute Musikerkennung? Sind Sie Kirchen- oder Kinogänger, ist auf jeden Fall eine Telefonspule wichtig. Sind Sie Segler, brauchen wir eine besonders gute Windgeräuschunterdrückung. Und, wie zum Beispiel beim Fernsehen, macht ein TV-Streamer Sinn. Ganz, ganz wichtig, zum Schluss nochmal alle Hörsituationen abzuklopfen. Sie sehen also, wie wichtig es ist, einen guten Hörgeräteakustiker zu haben. Und wenn Sie sich gerade Hörgeräte zulegen möchten und zu einem der besten Hörgeräteakustiker Deutschlands gehen möchten, dann empfehle ich Ihnen, klicken Sie unten auf den Link in der Infobox auf das Partnernetzwerk. Da habe ich für Sie die besten Hörgeräteakustiker Deutschlands ausgesucht. So, und ich würde sagen, wir sind am Ende dieses Videos. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann schenken Sie mir einen Daumen nach oben. Kommentieren Sie doch mal, welche Frage für Sie die wichtigste ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, alles Gute, Ihr Max Bauer. Ciao.